Bronga, Psychologe, psychologischer Psychotherapeut. Mein Name ist Julia Frei, ich bin Diplom-Sozialpädagogin. Also ich bin Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes und wir stellen den sogenannten Tagdienst des Krisendienstes. Also der unterscheidet sich zwischen einer Schicht von 8 bis 16 Uhr, das ist dann das Team vom Sozialpsychiatrischen Dienst und dann eben das sogenannte AWF-Team, sprich Abend, Feiertag, Wochenende. Ich arbeite seit 2000 in einer Klinik in der Psychiatrie, in einer psychiatrischen Institutsambulanz. Wir beraten, begleiten, betreuen psychisch kranke Menschen, entweder hier in unserer Beratungsstelle oder eben auch in Form von Hausbesuchen, Kliniksprechzeiten, Außensprechstunden beraten wir die. Und wenn ein Krisennotruf, ein psychiatrisch orientierter Krisennotruf in München in der Leitstelle eingeht und die nach intensiver Beratung meinen, es wäre sinnvoll, dass ein Team rausgeht, also dann rufen die uns an. Also wir sind eben im Zweierteam und ein Kollege oder Kollegin bekommt den Anruf von der Leitstelle. Dort bekommt man die wichtigsten Infos. Danach ruft sozusagen der AWF 1 den AWF 2 an und informiert, was los ist, was nötig ist. Und dann muss man sich natürlich, da wir ja alle nicht in einer Stadt wohnen, sondern auch im Landkreis verteilt sind, verabreden, wie man dorthin kommt. Es ist unterteilt immer in Regionen. Wir sind die sogenannte Region 10 oder Ingolstadt. Und wir sind aber für ein Land, das sind 4 Landkreise und jeder Krisendienst ist immer für einen Landkreis zuständig. Man kann so sagen, circa 130.000 Einwohner. Ich glaube, die Anfahrt ist natürlich bei uns, dadurch, dass jetzt speziell der Landkreis so groß ist, eine Herausforderung, um wirklich vielleicht mal diese Stunde einhalten zu können. Dann glaube ich, ist vielleicht eine Herausforderung, vor allem die für diejenigen, die anrufen und sich einen Einsatz wünschen, der Blick der Nachbarn, der vielleicht eine andere Rolle spielt als in einer Stadt, wo es vielleicht doch anonymer ist. Ja, tatsächlich gab es eine Situation oder einen Einsatz, bei dem wir die betroffene Person in einem Nachsorgeauftrag an den SPDI vermittelt haben, mit dem Ziel, dass sie einen Termin in der PIA, in der psychiatrischen Institutsambulanz, bekommt an einer Klinik. Und in dieser PIA arbeite ich und habe tatsächlich die betroffene Person am Tag darauf gesehen und das konnten wir aber so nutzen. Ich habe Rücksprache gehalten und habe dann die Patientin in dem Fall gefragt, ob sie einverstanden wäre, wenn sie mir eine Schweigepflichtsentbindung geben würde vom AWF in meine Hauptarbeit an der PIA, dass ich dann sozusagen sie weiter noch unterstützen könnte, indem sie jetzt da ihr Erstgespräch hatte und ich somit wichtige Informationen schon weitergeben konnte und damit die weitere Behandlung in der Ambulanz bzw. stationär zügiger vorantreiben konnte.